Moin zusammen. Schön, dass Sie heute wieder hier mit dabei sind, in Bankstede an der Kirche. Mit der Bankstedter Kirche hat sich eben bei diesem Herangehen ganz gut zeigen lassen, worum es im heutigen Bibeltext geht. Es geht darum, hinaufzusteigen. Im 122. Psalm heißt es: Ich freute mich über die, die mir sagten, lasst uns ziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn. Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Manchmal ist die Kirche ganz schön weit weg. Selbst unsere Georgskirche liegt auf einer recht steilen Warft. Und denke ich an Kirchen oder kleine Kapellen, die ich im Urlaub gerne mal besuche, dann ist das oft auch ein Suchspiel. Und die fliegen versteckt irgendwo am Rand. Manche sind nur über steile Wege zu erreichen und man freut sich, wenn man endlich da ist. So erlebten das auch die Wallfahrer, die in einer Zeit vor Christi Geburt nach Jerusalem auf dem Weg zum Tempel waren, dem zentralen Heiligtum des jüdischen Glaubens. Jerusalem liegt auch auf einer Anhöhe, mit dem Tempel an der Spitze. Wer sich auf den Weg machte, sieht ihn schon von ferne aufscheinen. Aber der Weg zieht sich. Es braucht Geduld, es braucht Kraft und Nerven, bis man da ist. Und dann steht man unten am Stadttor. Welche Enttäuschung! Der Tempel ist nicht zu sehen, alles verbaut. Doch wer dann immer noch nicht aufgibt, erlebt, wie er sich auf einmal zeigt. Die Tore stehen offen, der Pilger geht hinein und ihn umfängt die ganze Atmosphäre dieses besonderen heiligen Ortes. So, endlich am Ziel angelangt, freut er sich, wie es im Psalm heißt, dass er zum Haus des Herrn ziehen darf und dass er nun darin angekommen ist. Er weiß sich verbunden mit all den Menschen, die mit ihm gemeinsam diesen Gott als ihren Schöpfer und Vater verehren. Heute begehen die evangelischen Kirchen einen besonderen Gedenktag. An diesem fragen sie nach ihrem Verhältnis von Christen und Juden. Wir gedenken der Zerstörung des Jerusalemer Tempels, wie sie im Alten Testament berichtet wird. Immer wieder ist dies auch ein Tag, an dem deutlich wird, dass wir als Christen vieles an Schuld im Laufe der Geschichte auf uns geladen haben. Das Stuttgarter Schuldbekenntnis von 1945 formuliert es so: Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Aber es ist auch ein Tag, an dem deutlich werden kann, wie viel sich verändert hat. Die Verwerfungen früherer Jahrhunderte sind passé. Heute geht es darum zu klären, wie wir uns miteinander verorten, im Glauben an den einen Gott. Und bei dieser Frage müssten wir ehrlicherweise auch den Islam dazu nehmen, denn auch er bezieht sich auf den Gott Abrahams. Wo stehen wir im Miteinander? Alle haben ihr eigenes Verständnis entwickelt. Alle drei finden sich wieder auf dem Weg nach Jerusalem, der heiligen Stadt. Und doch bleibt zu fragen, wie gehen wir den Weg miteinander in dieser Zeit? Wie leben wir zusammen in unserem Land? Denn wir hören und erleben oft genug die Anfeindungen aus den unterschiedlichsten Lagern. Wir müssen sehen, dass auch in unserem Land immer noch Synagogen wie auch Moscheen unter Polizeischutz stehen müssen, damit ewiggestrige Fanatiker nicht ans Ziel kommen. Immer noch müssen Menschen mit Kippa und Kopftuch Obacht geben, dass sie nicht beleidigt werden, weil sie tragen, was ihr Glaube ihnen aufträgt. Das ist beschämend. Und doch dürfen wir nicht bei Lippenbekenntnissen stehen bleiben. Empören ist leicht, etwas tun ist das andere. Der Weg der Pilger hinauf nach Jerusalem ist für mich wie ein Bild für das, was wir tun können. So wie die Menschen sich damals zu ihrem Gott auf den Weg machten, mit all den Entbehrungen, die so eine Wallfahrt bedeutete,
So ist es nun an uns, nicht nur in freundlicher Distanz über die Dinge zu reden, sondern sie praktisch zu leben. Einander besuchen, hinausgehen, einander kennenlernen, das Fremde überwinden, seinen Fragen Antworten ermöglichen, und zwar nicht zuerst als Bestätigung meiner schon vorgefassten Ansichten, sondern zuerst als solche, die mir mein Gegenüber anbietet, um darüber dann ins Gespräch zu kommen. Nur das hilft uns weiter. Es kann in allem, was wir tun, immer nur um den Dialog gehen. Doch der darf sich eben nicht in Betroffenheitsadressen, wenn mal wieder was passiert ist, erschöpfen. Im Gegenteil, er muss in einen fröhlichen, miteinander gelebten Alltag münden. Dazu müssen alle bereit sein, denn nur so wird es gehen. Denn je vielschichtiger unser Land wird, je mehr der Glaube der Menschen sich in so vielen bunten Facetten zeigt, ist es wesentlich, dass wir in den Glaubensgemeinschaften miteinander reden. Und wo es geht, auch miteinander feiern, miteinander leben, wo immer das möglich ist. Vielerorts geschieht das schon und macht Mut. Aber es muss noch viel mehr werden, denn niemand verliert dabei. Jeder bewahrt das Seine, doch lässt er den anderen hineinschauen, dass dieser versteht und Vorbehalte abbauen kann. Demonstrationen sind gut, aber der gemeinsame Kaffee im Alltag ist um manches effizienter. Empörung ist wichtig, aber hingehen, das Gespräch suchen, Nähe ermöglichen, das setzt Zeichen, die bleiben. So ein Kaffee zeugte, wenn er aufgesetzt würde, von der Normalität des Miteinanders all derer, die hinaufziehen zum Berg des Herrn, der den Tempel besucht, die ihrem Gott die Ehre geben, wir, so wie wir es kennen, und die anderen auf ihre Weise. So könnte gelingen, was der Psalmbeter am Schluss seines Textes sagt: Um des Hauses des Herrn unseres Gottes willen, will ich dein Bestes suchen. Das Beste für das Haus Gottes wird sich auch als Bestes für uns erweisen, weil es mit den einfachsten Mitteln Frieden ermöglicht, Nähe eröffnet, Zeichen setzt in einer Zeit, in der immer wieder Menschen versuchen, andere auszugrenzen und damit letztlich auch Spaltung in die Gesellschaft bringen. Als Christen haben wir die Pflicht, diesem zu widerstehen, um das Haus des Herrn unseres Gottes willen und um seiner Ideen willen für uns, dass wir in Frieden leben und Jerusalem gemeinsam in all seiner Schönheit genossen werden kann, als die heilige Stadt all jener, die sich zu dem einen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs bekennen. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, vom Frieden sind wir oft genug weit entfernt. Aber du legst uns alle Möglichkeiten in die Hände, die wir brauchen, um etwas zu ändern. Mache uns wach, dass wir sie nutzen. Lass uns hören auf unseren Nächsten. Lass uns nicht abschalten, nur weil einer anders glaubt als ich. Lass uns sehen, wie du mit uns allen auf dem Weg bist. So sei mit allen Menschen guten Willens, die sich mühen um Versöhnung und Verständigung. Sei mit denen, die leise, einfach das Ihre in ihrem Alltag tun. Sei mit denen, die sich auf die Straße stellen und für die Sache des Friedens einstehen. Tröste alle, die leiden in dieser Zeit. Schenke den Sterbenden ein gnädiges Ankommen bei dir und heile die Wunden in uns und die Wunden dieser Zeit. So beten wir, wie uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Und so geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich.
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Der schenke dir seinen Frieden. Amen. Und wenn Sie mögen, dann sehen wir uns am kommenden Sonntag zur nächsten Andacht wieder. Bleiben Sie behütet und auf Wiedersehen.